Hallo, heute geht es um den Trait, den persönlichen, die persönliche Eigenschaft inspirierender Anführer oder Inspirational Leader, was der so macht und was er nicht macht. Viele Leute behaupten ja, alter Trait, taugt nichts mehr, gibt's Besseres etc. Deswegen habe ich da mal genau aufgeschlüsselt, was er denn kann, beziehungsweise was er eben nicht kann. Im Endeffekt kann ich schon mal, sieht man ja auch schon an den ganzen Zahlen hier, sagen, er ist geil, er ist saugeil und ich würde ihn nicht ausbauen wollen derzeit. Schauen wir mal, was der Trait überhaupt macht. Grundsätzlich bietet er eine 10%ige Chance beim Aktivieren einer beliebigen Brückenoffiziersfähigkeit, alle Skills aus dem Skillbaum im Endeffekt, fast alle, mit einem Bonus von plus 10 Punkten zu erhöhen. Da man pro vergebenem Skillpunkt im Endeffekt nur 100 Punkte bekommt, ist das eine 10%ige Erhöhung. Und das auf die gleich mal folgenden Traits. Ich meine natürlich nicht Traits, sondern Skills, Entschuldigung. Ja, so, plus 10 pro Stack, kann bis zu dreimal stacken, wie wir gerade gesehen haben. Betrifft aber leider nicht alles. Die hier blau markierten Zeilen, auf die hat der Trait keinen Einfluss. Aber die sind auch nicht so wahnsinnig wichtig, sage ich jetzt mal. Das eine wäre das Raumschiff Waffentraining. Da hat jeder Spieler ab Level 30 100 Punkte drin und die werden einfach auch nicht mehr davon. Die Raumschiff-Schildschwächung, frei übersetzt, die nur für Waffen gilt übrigens, die liegt standardmäßig bei 0. Es wird auch nicht mehr mit dem Trade, scheint aber auch ein recht neuer Skill zu sein. Ich habe den noch nie gesehen vorher. Die Langreichweiten-Zielsensoren, die werden davon auch nicht beeinflusst, obwohl sie in der Skillung auftauchen. Und die Raumschiff-Wahrnehmung, die wird auch nicht beeinflusst. Also die bleibt Bonus, also kein Bonus drauf, einfach bleibt bei 0. Alle anderen Traits, Skills, Gott im Himmel, alle anderen Skills werden davon beeinflusst. Und wie, erkläre ich euch jetzt nochmal im Genauen. Das Energiewaffentraining kann man, da kann man mit einem Stack 5% mehr rausholen, mit zwei Stacks 10% und mit drei Stacks 15%. Gleiches gilt für die Projektilwaffen. Bis zu 15% pro, also mit drei Stapeln, pro Stapel 5%. Bei der Raumschiffgenauigkeit bekommt man maximal 4,5 Punkte raus oder Prozent, je nachdem. Genauso bei der Verteidigung ist also jetzt nicht so pralle, während es bei dem Waffentraining hier schon deutlich interessanter wird. Die Schildschwächung, wie gesagt, fällt aus. Und jetzt kommt der wichtigste Teil davon, nämlich die ganzen Skills, bei denen dahinter steht in der Skillung Weapons Only. Also, ne, dass es nur die Raumschiffwaffen betrifft. Diese Skills bekommen natürlich einen Bonus, der aber nur für die Raumschiff-Waffen gilt, nicht zum Beispiel für exotischen Schaden. Also Waffen bekommen bis zu 12% mehr Crit-Schwere, 1,2% Crit-Chance, Schildpenetration wird um 1,5% erhöht, die Hüllenpenetration um bis zu 3%. Gilt aber wie gesagt nur für Waffen. Exotikschaden profitiert davon nicht. Die taktische Bereitschaft ist natürlich immer interessant, ne, um Cooldowns zu reduzieren. Da holt man nochmal 6% raus mit drei Stapeln. Dann geht es weiter im wissenschaftlichen Bereich. Die Raumschiff-Schildwiederherstellung braucht ja nicht jeder. Gerade Taktiker haben da ja nicht so arg viel dabei. Wissenschaftler ein bisschen mehr und Heiler dann halt ganz viel. Aber trotzdem bekommt jeder davon den Bonus. Also sprich, die Schildheilung, wenn man welche dabei hat, wird einfach um 15% verstärkt. Das gleiche gilt natürlich auch für die Schildkapazität. Auch ein Taktiker freut sich über 9% mehr Schildkapazität. Freut sich wahrscheinlich jeder drüber. Wie auch die ganzen anderen Fähigkeiten hier. Die Kontrollexpertise ist natürlich gerade für Wissenschaftler interessant, dass sie nochmal 15% stärker kontrollieren, also die Gravitationswelle zum Beispiel stärker wird etc. Entzugsexpertise, Partikelgenerator, das ist so dann die, ich sag mal, die wissenschaftliche Seite, die da sehr interessant ist an diesem Trade. Die wissenschaftliche Bereitschaft auch wieder mit 6%, was man da an Cooldowns nochmal rausholen kann. Nehme ich gerne mit, wenn ich einen Wissenschaftler spiele.
Jetzt kommt der ärgerliche Teil, die Langreichweiten-Zielsensoren. Die sind natürlich, ja, da tut es richtig weh, dass es da nicht funktioniert. Das wurde ja sehr, sehr lange von den, ich sag mal, DPS-Göttern missbraucht, indem sie sich die Dienstoffiziersaufträge dafür abgeholt haben und ja, dadurch überhaupt keinen Schadensverlust über Entfernung mehr hatten, den man ja standardmäßig hat. Im Gegenteil, wenn man es richtig angestellt hat, hat man sogar einen Bonus rausgeholt. Das heißt, auf 9,9 Kilometer hat man viel mehr Schaden gemacht als andere auf 2 Kilometer oder weniger. Funktioniert jetzt nicht mehr, aber ist andererseits auch ganz gut. Die Raumschiffwahrnehmung hat auch keinen Bonus mehr, aber die Tarnungsgeschichte hat Kryptik ja erfolgreich kaputt gemacht derzeit. Also da gibt es ja nicht arg viel, mit dem man überhaupt noch arbeiten kann. Dann geht es weiter zur Technik. Raumschiff-Hüllenwiederherstellung. Auch wenn man nicht viel Hüllenheilung dabei hat, auch die wird um 15% verstärkt. Die Hüllenkapazität ist gerade in Zeiten von Tylers Dualität, heißt ja die Raumrufeigenschaft, glaube ich, sehr interessant. Gibt natürlich nochmal mehr Crit-Chance. Mehr Panzerung, für, also Energiewaffen und Projektilwaffen, ist natürlich auch für jeden interessant. Die Schadenskontrolle mit 3% passiver Regeneration, auch nett. Das Elektroplasma-Flow-System, System Flow, ja, 30% mehr braucht man heutzutage nicht mehr wirklich, aber ja, kann man halt mitnehmen, ne? Die Impulsexpertise finde ich persönlich sehr nett, weil sie einfach eine erhöhte Wenderate und eine erhöhte Geschwindigkeit bietet und 12% bei 3 Stacks, sehr nett. Die technische Bereitschaft auch wieder mit 6% Boost maximal, nimmt man einfach mit. Insgesamt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe ja den Trade, seit es ihn gibt, im Endeffekt auf jedem Char, egal ob Augstobat oder nicht Augstobat. Ein Stack habe ich permanent, zwei Stacks so im Durchschnitt und drei Stacks habe ich selten. Also ich persönlich verlasse mich dann eher auf die Mitte von zwei Stacks. Die kann ich sagen, die habe ich so im Durchschnitt. Also dass ich mal wirklich gar keinen Stack habe, passiert praktisch nie im Kampf. Also ein Stack ist permanent immer da, und damit profitiere ich halt von den hier markierten Vorteilen insgesamt. Ist bei einem Stack noch nicht viel, bei zwei wird es interessant, bei drei hat man natürlich das Nonplusultra. Da muss man aber halt darauf achten, dass man dann eben auch Brückenoffiziersfähigkeiten benutzt, die möglichst kurze Cooldowns haben, die man immer wieder aktivieren kann. Denn der Trade hält leider nur 10 Sekunden an. Aber dafür kann er, wie man sieht, bis zu dreimal stapeln. So, damit sollte, denke ich mal, widerlegt sein, dass dieser persönliche Trade, auch wenn er noch so alt ist, schlecht ist. Mir persönlich ist noch nichts untergekommen, mit dem ich den ersetzen würde. Ja, das war's. Viel Spaß beim Spiel. Bis die Tage.